Moin zusammen, Eral hier. Willkommen zurück bei Scum. In der letzten Folge haben wir hier mal einige Sachen verkauft bekommen und haben jetzt, glaube ich, ein relativ gut zusammenpassendes Waffenarsenal auf jeden Fall mal zusammengestellt. Wir haben jetzt mal die Desert Eagle und die M1911 haben wir jetzt mal ausgerüstet mit Munition, also ausgestattet mit Munition, so rum. Und ich packe die mal noch ganz kurz da rein, die müssen nämlich mit. Ja gut, die sind aber in der Kiste verpackt, können wir uns demnächst nochmal anschauen. Und ja, jetzt diese. Warte mal, da ist noch ein Magazin. Ja, das gehört eigentlich auch in die Kiste. Aber egal, das lassen wir jetzt kurz da drin. Ach, das ist das neu gekaufte, genau, das habe ich ja nicht direkt in die Box gepackt. Genau, jetzt haben wir auf jeden Fall mal, ich weiß nicht, wie viel da drin sind. 30 Schuss, 30, 60. Oh, haben wir ein paar Schuss wenigstens mal. Hier sind es dann. Auch 30 jeweils, haben wir jeweils 60 Schuss. Wir können dann ja mal gucken bezüglich der Schalldämpfer, dass wir uns die vielleicht mal bauen und dann einfach mal ausprobieren. Und jetzt wollte ich eigentlich noch Benzin besorgen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, wenn ich ehrlich bin, ob ich hier überhaupt tanken kann. Also ich kann mir hier Benzinkanister kaufen, das weiß ich. Aber ich weiß nicht, ob es eine Tankstelle gibt. Ich glaube nämlich irgendwie nicht. Jetzt gehen wir erstmal hier kurz zum Fishing Post. Ahoy there. Moin, du bist ja der gleiche wie beim anderen Außenposten. Ist es dein Zwillingsbruder, oder? Na gut. Angeln. Also Angelruten haben wir, Angelrollen. Die haben wir, glaube ich, auch noch. Schnüre dürfen wir noch im Lager haben. Das bedeutet, wir brauchen jetzt eigentlich. Haken haben wir auch gefunden. Da haben wir einige so Packungen gefunden, glaube ich. Hoffe ich. Ne? Jetzt gucken wir mal. Brauchen wir eigentlich nur noch Posen. Eine Packung Posen. Dann nehme ich jetzt mal. Sollen wir mal uns die 500 noch gönnen? Ist halt schon teuer, ne? Wie viel sind da drin? Kann man das. Nachschauen. Lid, there's a storm brewing. I feel it in me bones. In deinen Knochen, alles gut. Komm, wir gönnen uns das jetzt einmal, weil die Posen sind irgendwie das, was wir am wenigsten oft herstellen können, weil das halt Korken braucht, ne? So, ich bezahle natürlich mit Karte einmal bitte. Kann ich hier. Ach so rum. Genau, was hat er denn sonst noch? Brauchen wir sonst noch irgendwas? Nylonschnur und sowas haben wir noch. Die kostet auch eine ganze Menge. Die haben wir noch. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum wir die das letzte Mal verloren haben. Vielleicht sollten wir künftig die. Now, Ist das that hier there is a noch? good one. Nee. Vielleicht sollten wir künftig dann die. Also die Angel wieder auseinanderbauen, oder? Bevor wir rumrennen, vielleicht reißt dann die Dingens nicht. Ich nehme jetzt mal die Packen Posen mit. Pleasure doing business slow and steady Mit dem now. Posen bin ich gut. So, vielleicht gibt es ja hier noch irgendwas. Jetzt finden wir so eine Packen Posen hier rumliegen wahrscheinlich. Hier können wir aber nicht reinschauen. Du. Na gut, schauen wir uns halt hier noch ein bisschen um. So eine Leucht. Ah, stimmt, die Leuchtfackeln habe ich noch. Da wollte ich auch noch gucken, ob die was wert sind. Aber Batterien. Die natürlich nicht mehr so gut in Schuss sind, aber egal. Hier können wir nichts looten. Hier können wir auch nichts looten. Können wir hier was looten? Nope. Nope, nope, nope. Okay. Wo verkaufen wir denn Leuchtfackeln? Also, ich glaube, entweder in der Armory oder im General Goods. General Guts quasi. Ich gehe erstmal zu dem General Goods hier oben. Und dann gucken wir da mal, ob wir die da loswerden. Welcome, welcome. Feel free to browse. Here's what I've got. Let's see what you Acht. have. Acht. Na komm, das ist egal. Also die 8 Coins. Farewell. Die finden wir auch so irgendwo. Hier gibt es ja einen Haufen Metallschrott und Bolzen. Wir haben ja gerade ein bisschen Platz übrig. Wieder.
So. Können wir ein bisschen Metallschrott mitnehmen. Können wir alles nicht looten. Wo geht's hier noch hin? Ah, cool. Hier, guck mal, hier ist mein neues Haus. Ne, das ist meine Basis. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass da drin Zombies sein könnten. Weil wir hatten das letzte Mal ja auch in einem... Oh, guck mal, hier ist ein Wachposten draußen. No, no. Wobei, okay, sieht eigentlich ganz leer aus. Oh, guck mal, hier ist ein Flugplatz. Stimmt, man kann ja auch fliegen. Irgendwann noch, ne? Kann ich sitzen? Boah, das würde ich auch gerne mal machen. Wahrscheinlich stürze ich sofort ab. Aber so. Vielleicht erst ein bisschen beim Flugsimulator üben oder so. Sonst haben wir, glaube ich, nichts drin, oder? Was gibt es hier noch so? Auf jeden Fall mal keine Zombies, das ist schon mal ganz gut. So. Na gut. Kann ich auch die Tür auflassen, wenn hier keine Zombies drin sind. Da hinten hat es noch eine Brücke. Ist das der Staudamm? Ich glaube, das ist der Staudamm. Mhm. Na gut. Okay, jedenfalls haben wir jetzt mal die Angelsachen noch, die Pose. Das heißt, das würde ich gerne jetzt nochmal probieren einfach, ob das jetzt besser funktioniert. Ob wir das hinbekommen mit dem Angeln. Tankstelle hat es hier nicht, wenn ich das richtig sehe. Das bedeutet, wir würden zum Tanken dann nochmal woanders hinfahren. Und zwar war hier eine Tankstelle, ich weiß es nicht, aber ich glaube, hier im Norden der Stadt dürfte es eine haben, oder? Nach Norden so. Oh, sehr durstig. Das ist nicht so gut. Komm, dann gehen wir mal dahin und trinken mal kurz einen Schluck. So, nicht ins Wasser springen. Ist nämlich sehr, sehr nass überall. Sehr kalt überall. Nicht, dass wir noch eine Lungenentzündung kriegen oder sowas. Oh, haben wir aber auf jeden Fall mal Stoffwechsel. 200 Milliliter. Ah, komm, trink mal nochmal einen kleinen Schluck. Und dann versuche ich das nochmal mit dem Angeln. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich den Fehler gemacht. Ich habe die Angel reingeworfen und habe dann die ganze Zeit Linksklick gedrückt gehalten quasi. Und wollte dann halt einfach nur ranziehen mit dem Mausrad. Und das war halt nicht so gut. Also ich muss Linksklick loslassen, wenn ich es jetzt richtig gelesen habe in den Kommentaren. Linksklick loslassen. Beziehungsweise gar nicht erst drücken und erst dann drücken, wenn halt ein Fisch am beißt, also wenn die Hose so nach unten geht. Was irgendwie Sinn macht. Ne? Also man muss ja den Fisch erst einhaken. Deswegen sehe ich auch den Sinn dahinter. So. Ja, man rutscht hier schon ein bisschen. Aber gut, noch ist nichts passiert. Jetzt müssen wir nach rechts wieder. Du. Ja, dann wieder zurück zum Lager. Hier durch diese schönen Schneelandschaften. Herzlich willkommen zurück bei Arctic Warrior. So. Ich kürze hier ab und zu mal ein bisschen ab. Kann ja nichts passieren, habt ihr mir geschrieben. Wenn das nicht stimmt, ich sag's euch. Nee, Quatsch. Und dann gucken wir einfach mal, wir müssen mal nach links wieder. Und dann einfach straight der Straße nach. Dann dürfen wir relativ bald wieder zu Hause ankommen. Und dann müssen wir aber echt gucken, wo wir tanken können. Kann man vielleicht... Warte mal. Ich guck mal kurz was. Aber ohne Auto, vorsichtshalber. Boah, wir sollten auch dringend was essen, aber ich glaube, ich habe nichts dabei, oder? Was mitgenommen? Nope. Das ist ein bisschen doof. Erstmal eine Grashüpfer. Können wir immer wieder sammeln für die Köder. Aber sonst haben wir nichts mitgenommen. Das war jetzt nicht so intelligent. Okay. Oh, hier hätten wir noch Zigaretten gehabt. Die hätten wir noch verkaufen können. Egal. So, okay. Ich will jetzt aber trotzdem mal ganz kurz was gucken. Warte. Hier dürfte das dann sein.
Weil ich möchte mal wissen, was das hier ist. Das hier. Da will ich jetzt einfach mal kurz über den Berg schauen. Einfach nur, um kurz einen Eindruck zu bekommen und hoffen, dass es, also wenn es was... Oh, guck mal, das sieht schon nach einer Anlage aus. Ich durchsuche mal ganz kurz. Erst aufnehmen, dann essen. Oh, da ist ein Mac. Oh, 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 oh. Ich leg mich mal hin. Durchsuche hier mal kurz. Kommt er zu uns? Hat er uns schon gesehen? Nee. Da steht er noch rum. Das ist ein Gefängnis. Boah, ich würde es schon, ich würde es ja schon gerne mal Riss und nicht Geschmack prüfen, essen. Wir brauchen ein bisschen was im Magen. Sonst verraten wir uns durch unser Magenknochen. Dann ist noch ein zweiter. So. Also probieren würde ich das. Da ist noch ein Zombie dann, oder? Also mehrere Zombies sogar. Warum greifen die Zombies denn nicht an? Oder geht aber schon weit weg vom Lager. Ich suche hier trotzdem mal und esse nebenher. Krass. Die Dinger sind schon groß. Er würde sagen, ich ziehe mal kurz den Bogen und dann geht's los. Okay, nee, das machen wir lieber nicht. Ich glaube, das würde für einen... Das würde sich kontraproduktiv auf unsere Lebenszeit auswirken, wenn wir das jetzt versuchen. Der kommt wieder zurück. Komm schon, den Baumstamm... Will ich noch looten? So, ich habe das Gefühl, wir finden gerade echt krass viele Dinger. So, kann ich dahinter kriechen? Wieder? Ich möchte ein bisschen weg von diesem Mac. Nicht, dass es wirklich noch sieht. Boah, das geht ja langsam. Komm, da schleiche ich lieber. Noch hat er uns auch noch nicht gesehen. Ja, cool. Das sind schon krasse Dinger, ne? Muss man echt sagen. Ich glaube, wenn wir denn sowas mal überfallen, macht es Sinn, immer erstmal zu gucken, wo die lang patrouillieren. Weil ich habe die Vermutung, dass sie immer den gleichen Patrouillenweg gehen. Und ich habe die Vermutung, wenn man einen auf sich aufmerksam macht, dann ist es schon echt beschissener. Wenn man dann mehrere auf sich aufmerksam macht, dann hat man halt absolut verloren. Ich gehe mal hier weiter. Wird es auch noch dunkel. Ich mache nur kurz die Baumstämme hier, um ganz kurz ein bisschen... Jetzt habe ich gerade gesagt, ich habe das Gefühl, wir finden mehr Insekten und dann haben wir erstmal ein paar Baumstämme, wo wir keine gefunden haben. So, aber gut. Dann wissen wir auf jeden Fall schon mal, was hier ist. Das ist schon mal cool. So, die Maden. Komm, alles mal essen. Wie sieht es so aus mit Nahrungsmittelabstoßung? Okay, das ist wieder am besser werden. So, den Grashüpfer noch. Essen. So. 8 Kalorien, 18 Kalorien. Ja gut, das ist nicht krass viel. Aber allein das, guck mal, allein das Sammeln jetzt von den Insekten. Ich glaube, die haben jetzt beim Patch nochmal irgendwas abgeändert, oder? Weil das kommt mir so viel vor alles. Aber jetzt fahren wir mal zurück zur Basis und dann gucken wir mal nach den... Nach den Fischen, ob wir das jetzt vielleicht etwas besser hinbekommen. So. Aber dann haben wir schon mal eine coole Location, die wir irgendwann demnächst mal plündern gehen können. Oder mal gucken können, dass wir uns da reinschleichen und dann halt möglichst vorsichtig da drin umherlaufen, dass wir keinen Mech auf uns ziehen, weil ich glaube, kämpfen ist da keine Option. Erstmal mindestens, also ohne sowas wie einen Raketenwerfer oder einen Panzer oder sowas. Ist Kämpfen wahrscheinlich keine Option. Ich glaube, vor 3-4 Folgen habe ich mal gesagt, dass ich ganz gerne auch mal so einen Mech killen würde. Und wurde quasi ausgelacht in den Kommentaren. Also nicht ausgelacht jetzt, ne? Also nicht falsch verstehen. Aber halt so im Sinne von, dass es schon sehr anspruchsvoll ist und dass ich mich da sehr, sehr gut darauf vorbereiten muss, wenn ich das alleine schaffen will. Und es ein sehr, sehr ambitioniertes Ziel ist. Deswegen warten wir mal noch ein bisschen. Aber
hier auf diesen Aussichtsturm, da habe ich immer die Hoffnung, dass es da oben irgendwas Cooles gibt. Das heißt, ich gehe da trotzdem mal ganz kurz hoch, weil irgendwas gibt es da oben immer. So. Hier. Aber es gibt nur eine Art von Max, oder? Oder gibt es mehrere? Irgendwie noch kleinere oder schnellere oder sowas? Wäre natürlich auch noch interessant, wenn sie dann so sagen würden, okay, sie haben halt die großen, recht langsamen, die halt hin und her... eine Grapefruit, cool. Den Anglerhut nehme ich mal mit zum Verkaufen. Das brauchen wir nicht unbedingt. So. Dann esse ich mal die Grapefruit gerade noch. Vielleicht gibt die noch ein bisschen mehr Kalorien. Na, immerhin. Oh, mal ein bisschen über 50 Kalorien. Ist auch okay. Ja. Na gut. Immerhin. Also hat es ein bisschen gelohnt. 50 Kalorien ist okay. Ich glaube, das war ich, oder? Ich habe da gerade irgendwie so ein... Das hat sich angehört wie so ein Wolf. Also nicht der heult, sondern der so heiser bellt irgendwie in weiterer Ferne. Oh, ich setze mich mal lieber wieder rein und fahre lieber mal weiter. So. Okay, gut. Da steht ein Zombie am Berg, solange er nicht am Glockenseil hängt. Hier kommt Santa Claus. Er bringt euch Kindern Munition. Wart ihr denn auch schön artig? Ich hab... Nein, das ist blöd. Jetzt kann ich die Munition gar nicht mit nach Hause bringen. Zumindest nicht, solange ich Santa Claus bin. Ich habe keinen Kamin. Aber ich sollte jetzt echt gucken, dass ich erstmal noch irgendwo eine Tankstelle finde. Wir haben zwar noch Ersatzsprit im Kofferraum, glücklicherweise, aber ich würde den gerne da behalten für, wenn es mal wirklich brenzlig ist. So, jetzt muss ich... hier lang weiter. Ah ja, hier durch den Tunnel wieder. Hallo, Echo, Echo, Echo. Boah, aber das ist schon... Also das finde ich schon cool, wenn man hier runter guckt. Guck mal, da ist, glaube ich, unsere Stadt, oder? Ist das unsere? Also neben der wir lagern. Was haben wir sonst noch? Da haben wir hier... Da fahren wir, glaube ich, gleich vorbei. Das ist schon cool, hier runter zu gucken, ne? Ich bin ja überhaupt kein Fan von so Wandern oder sowas, aber von den Aussichten, das ist ein bisschen ein Problem, weil das Wandern finde ich immer ätzend. Dann wandert man 3-4 Stunden durch die Gegend und dann hat man eine geile Aussicht. Das ist cool, wenn man dann eine geile Aussicht hat, auf jeden Fall. Aber 3-4 Stunden halt einen Berg hochlaufen, finde ich jetzt irgendwie nur semi ansprechen, muss ich gestehen. Auch wenn so die 2-3 Mal, die ich das irgendwie gemacht habe, die letzten Jahre... Am Ende sagt man immer, es hat sich gelohnt. Bis zum nächsten Tag, und wenn man eine Muskelkater hat, wie blöd, dann sagt man immer, oh, es hat sich überhaupt nicht gelohnt. Ich habe erst nichts gesehen. Okay. Aber dann ist eine Tankstelle unser nächstes Ziel auf jeden Fall. Müssen wir mal gucken, dass wir da eine finden. Ihr habt mal gesagt, hier nördlich von der Stadt, oder? Oder war das hier? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also hier unten gibt es auf jeden Fall eine. Wir müssen mal gucken. Ich gucke mal in der Stadt. Also im schlimmsten Notfall haben wir den Kanister noch. Und da füllen wir halt den Kanister nochmal nach. Das können wir auch machen. Hoffe ich. Das wäre ein bisschen unnötig, wenn nicht. Wenn du den Kanister dann erst selbst kaufen musst. Also jedes Mal komplett neu kaufen muss, so rum, und dann nicht einfach als leerer Kanister weiter. Guck mal, da ist eine Kirche. Aber mit Kirchen haben wir auch gute Erfahrungen gemacht. Sollen wir noch kurz runter? Aber wir sollten eigentlich was essen. Komm. Wir verbrauchen ja keinen Sprit, solange wir nicht fahren. Also von daher gehe ich jetzt einfach mal einmal noch kurz zur,
zur Kirche der Heiligen Maria. Ja. Sieht relativ friedlich aus hier. So, jetzt müssen wir mal pinkeln. Ne? Niemals gelben Schnee essen. Genau deswegen, liebe Kinder. Du, du, du. Wir hätten auch runterfahren können. Na egal. Jetzt laufen wir halt runter. Ich sollte gucken, dass ich nicht so viel von irgendwelchen Anhöhen runterspringe. Na, gucken wir mal, was es in der Kirche so gibt. Du, du, du. Wie ist eure Einstellung zu Schnee? Also ich bin von dem her ein Gegner, weil ich halt nichts... Oh, nein, das wollte ich nicht. Weil ich kein besonders großer Fan von Winter bin. Also von der Kälte zumindest im Winter. Aber guck mal, hätten wir doch vorhin vorbeilaufen sollen. Da war noch ein Schloss. Ein paar Coins gegeben. Ich bin kein so ein Wintermensch, muss ich ehrlich gestehen. Also das Gute am Winter ist, man kann immer so ohne schlechtes Gewissen zocken und sowas. Aber irgendwie, dafür friert man die ganze Zeit. Dann habe ich so eine Tiefparterrenwohnung. Da ist halt sowieso schon mal frischer. Das ist im Sommer richtig gut. Da kann ich einen Zombie gehört. Ist im Sommer richtig gut, weil du kannst halt echt gut schlafen nachts, weil es halt nicht zu kalt, zu warm wird. Aber im Winter musst du da halt immer heizen, wie blöd. So, ganz vorsichtig. Was haben wir denn hier? Ist die Heilige Maria zu Hause? Ich loote gleich, keine Sorge. Aber erstmal gucke ich natürlich, dass alles sicher ist. Ach, das ist mein Magen, der ab und zu so grummelt. Es war jetzt extrem leise. Ich weiß gar nicht, ob ihr das gehört habt, aber ich habe mich gerade irgendwie erschreckt. So, was haben wir hier? Na, guck mal einer an. So, das war's mit dir. Okay, jetzt gehen wir gleich noch da hoch kurz. Ich möchte aber erstmal eine Pfeile zurückhaben. Ich gucke aber natürlich trotzdem, ob ich da mir da was entgegenspringt. Hier haben wir noch ein Vorhängeschloss. Ich glaube, weiß gar nicht, ob das so viel wert ist, wenn das noch so... Jetzt nehme ich aber vorsichtshalber das Katana. Wenn das so schon so im Arsch ist, weiß ich gar nicht, ob das Vorhängeschloss überhaupt noch was wert ist. Weil das hat jetzt, glaube ich, 18% oder so. Na gut, gut, dass ich das Katana genommen habe. Steh auf! Nicht! Nein, steh auf! Gott sei Dank hatte der Zombie gerade... Ja, eine C1-Verletzung, aber trotzdem. Aber Gott sei Dank hatte der Zombie ansonsten gerade gewerkschaftliche Mittagspause. So, als ich da jetzt erstmal so ein bisschen auf und abgesprungen bin, ne? So, was hast du dabei? Wahrscheinlich auch nichts Gescheites. Sonst liegt hier oben auch nichts. In der letzten Kirche war ein bisschen mehr los. Hier liegt ein Stofffetzen. Haben wir hier irgendwas? Nee. So, was haben wir hier? Nee. Das ist, glaube ich, alles der gleiche Haufen. Ah, nee, doch nicht. Aber egal, da drüben war nichts. Hier haben wir noch Autofahrerhandschuhe. Die sind sogar relativ gut in Schuss. Die nehme ich mal mit. Die sind zu schlecht in Schuss, glaube ich, dass man die noch für einen ordentlichen Preis dann repariert und verkauft bekommt. So, jetzt mache ich einmal ganz kurz die Tür zu. Sieht die jetzt anders aus? Nee, die sieht genau gleich aus wie die andere, oder? Der Schnee ist ja nur oben drauf. Du, du, du. So, was haben wir hier? Können wir uns da kurz bekreuzigen? Nee, können wir nicht. Wasser wurde schon getrunken. Hier haben wir einen Stift. Na super. Na, der ist wenigstens noch gut in Schuss. Hier haben wir noch Kerzen. So. Haben wir hier noch irgendwas? Na, in der letzten Kirche war ein bisschen mehr los. Das ist jetzt enttäuschend. Hier gibt es noch Wollhandschuhe. Was gibt es noch am Altar? Papier. Eine improvisierte Lupe.
Für was brauchen wir denn eine Lupe? Na gut. Okay, habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Aber auch nicht so wild. Haben wenigstens noch mal eine zweite Kirche gesehen. Ne, aber kennst du eine, kennst du alle. Zumindest mal hier in Scum. Und jetzt können wir mal uns hier hochstellen. So. Alles sicher, alles sicher, alles sicher. Na gut. Dann würde ich sagen, da hinten ist unser Ziel, hier. Würde ich sagen, haben wir die Folge gar nicht so viel geschafft, wie ich gedacht hatte. Wir waren jetzt nur ein bisschen unterwegs und haben dann zweimal angehalten. Aber wir haben unseren ersten Mac gesehen. Wir haben den bisher ja nur einmal gehört in unserer allerersten Folge. jetzt haben wir tatsächlich auch einen gesehen mal. Beeindruckend die Dinger. Und ich habe irgendwie keinen Bock, dass mir von dem Ding irgendwie ein Loch im Bauch geschossen wird. Und dann zu guter Letzt ist hier mit der Kirche natürlich. Und ja, ich würde sagen, mit der Aussicht können wir die Folge guten Gewissens beenden. Ne? Hat sich der Wanderweg hier hoch gelohnt. Und nächste Folge fahren wir dann zurück und versuchen das nochmal mit dem Fischen. Ne? Probieren wir einfach nochmal. Und davor müssen wir aber unbedingt noch eine Tankstelle irgendwo finden. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen bei euch. Schön, dass ihr immer noch dabei seid. Lasst mir gerne mal ein Like oder ein Abo da, wenn ihr Lust drauf habt. Und ansonsten würde ich sagen, ich bin Eral. Bis zum nächsten Mal.